Zum Digital Turn gehört natürlich auch das Thema Open. Daher jetzt ein paar Fragen an den selbsternannten Edu-Rebell Dr. Markus Daimann von der FH in Lübeck. Sie waren im Hochschulforum Digitalisierung sozusagen als freies Radikal immer mit dabei bei verschiedenen Veranstaltungen. Warum ist das Thema Openness so wichtig im Bereich Digitalisierung? Also meine These ist, ohne Openness kann es auch keine Bildung geben. Also das ist es auch sehr verkürzt und müssen wir jetzt auch mal runterbrechen. Aber ein Ansatz ist, ich muss mich mit anderen austauschen, ich muss mich vernetzen, ich muss auch Materialien frei verwenden können, ich muss sie verändern können, ich muss sie dann wieder ins Netz stellen dürfen, ohne immer Angst zu haben, ich begehe damit eine Urheberrechtsverletzung und stehe mit einem Bein im Gefängnis. Ist es tatsächlich eine reelle Gefahr, im Gefängnis zu landen? Ja, wenn ich da nicht aufpasse und urheberrechtlich geschützte Materialien nehme, die verwende, ohne den Urheber zu fragen, um Erlaubnis zu bitten, droht mir eine kostspielige Abmahnung. Als Edu-Rebell, wie weit dehnen Sie da den Graubereich? Der Graubereich, also Sie meinen, was man machen darf und was man tatsächlich macht. Also kann man auch sagen, wo es keinen Kläger gibt, gibt es auch keinen Richter. Aber ich bin schon auch ein Verfechter dafür, auf dem Boden der Legalität zu sein und dann eher das rumzudrehen und sagen, wir brauchen mehr Material mit offenen Lizenzen, als in die Richtung von illegaler Nutzung zu gehen. Welche Entwicklung zum Thema Open fasziniert Sie im Moment am meisten? Mich fasziniert weiterhin das Thema OER, also Open Educational Resources. Da gibt es mittlerweile eigene Fachkonferenzen. Es gibt auch jetzt die ersten Projekte, die ich mit großem Interesse verfolge. Auch mit den MOOCs, mit den Massive Open Online Courses tut sich was. Die werden ja von einigen schon totgeschrieben, was ich ganz und gar nicht so sehe, sondern da gibt es auch noch viel Möglichkeiten, die wir bisher noch gar nicht genutzt haben. Sie haben einen eigenen Blog, Sie gehen auch durchaus zu Veranstaltungen mit Menschen, die dem Thema Open eher skeptisch gegenüberstehen. Wie war das denn innerhalb des Forums? Hatten Sie da auch das Gefühl, dass es wirklich unterschiedliche Meinungen und Polarisierungen gab? Ja, und die braucht es auch und das finde ich auch mal ganz toll und ganz spannend. Deswegen gehe ich auch so gerne auf diese Veranstaltung. Hier ist ja generell der Tenor schon sehr pro Digitalisierung, was ich sehr gut finde. Es gibt allerdings auch eine gewisse Richtung, wo man den Bogen ein Stück weit überdehnt oder überspannt. Und da versuche ich dann mal eher so bremsend einzuschreien. Also es ist nicht, um Digitalisierung zu verhindern, nur eine gewisse radikale Spielart oder Auslegung der Digitalisierung kritisch entgegenzutreten. Jetzt sind 3 Jahre vorbei. Es war gerade die Abschlussveranstaltung. Wenn wir 3 Jahre in die Zukunft schauen, auf was für eine Abschlussveranstaltung würden Sie dann gerne sitzen oder was hätten Sie gerne bis dahin erreicht? Ich hätte gerne erreicht, dass wir weiterkommen in der Debatte. Also ich fand die 3 Jahre jetzt schon sehr wichtig, dass wir in Deutschland die Argumente schärfen, auch die Einsichten, die Erkenntnisse weiter voranbringen. Für die nächsten 3 Jahre wünsche ich mir eben auch mehr Bezug zu Openness. Das hat man ja schon, das Thema, dass man da auch so sein Mindset ein Stück weit öffnet und auch zu mehr Praxisbeispielen kommt, jenseits von MOOCs, von Flipped Classroom, von OER. Da gibt es noch viel, viel mehr zu tun und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das Thema Openness ist ein sehr komplexes Thema. Herr Dr. Daimann hat einen Leitartikel dazu veröffentlicht. Schauen Sie einfach auf den Link unten in unserer Beschreibung des Videos und klicken Sie darauf. Und wenn Sie noch mehr zur Abschlusskonferenz des Hochschulforums Digitalisierung erfahren möchten, klicken Sie dort auch auf den Link zu meinem Gespräch mit dem Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz.